Hallihallo, ich möchte heute mal wieder ein Brot vorstellen, und zwar ist es ein 100% Dinkelbrot. Das ist meine Dinkel-Knusperkruste und ich werde die heute für den großen Ofenmeister zubereiten. Ich habe aber auch ein Rezept, da kann man wirklich die Zutaten einfach halbieren, um das auch für den runden oder den kleinen Zaubermeister zu machen. Als erstes zerkleinere ich jetzt etwas Möhre. Das ist optional, also wer Möhre nicht mag, lässt die einfach raus. Ich finde aber, dass sie noch so eine schöne Saftigkeit mit reinbringt. Und deswegen fange ich an mit 60 Gramm Möhre, die ich zerkleinere und danach umfülle. Einfach für 3 Sekunden auf Stufe 6. Das sieht jetzt so aus und die fülle ich mir eben in eine Schüssel um. So, weiter geht's nun, indem ich mir meine Hefe auflöse. Und zwar mache ich das mit 520 Gramm Wasser. Dann kommt dazu 30 Gramm frische Hefe und ungefähr 2 Esslöffel Honig. So, das löse ich mir innerhalb von 3 Minuten 37 Grad Stufe 2 auf. So, jetzt kommt ein ganzes Kilo Dinkelmehl rein. Ich nehme das 630er, also das helle Dinkelmehl. 3 Teelöffel Salz. Dann natürlich noch meine Möhren. Und wer hat, gerne noch Backmalz. In diesem Fall packe ich noch 4 Esslöffel Backmalz mit rein. So, den Teig lasse ich mir jetzt kneten innerhalb von 4 Minuten auf der Teigknetstufe. Sieht mein Teig jetzt aus und den gebe ich mir in meine große Nixe oder eben in eine andere große Schüssel, die ich verschließen kann, entweder mit dem Deckel oder entsprechend mit Frischhaltefolie kann man das ganz gut machen. Ja, und der Teig, der ruht dann jetzt noch für eine Stunde an einem warmen Ort, bevor ich ihn dann gleich weiterverarbeite. Übrigens im kalten Backofen mache ich das, ja, aber das erzähle ich dann gleich noch. So, ich bin zurück mit meinem Brot. Man sieht, es hat ordentlich gearbeitet. Und ich gebe mir den Teig jetzt auf die Teigunterlage, die ich bemehlt habe. Und werde es jetzt auch nochmal bemehlen und einige Male falten, um es dann in den Ofenmeister zu legen. Kriegt das auch sehr gut raus vom Teig her aus der Nixe. Noch ein bisschen vom Deckel. Also man sieht, es ist ein wirklich sehr gefälliger Teig zum Verarbeiten. Also ganz toll. Ich will nochmal erwähnen, dass es wirklich nur Dinkelmehl ist, was ich da verwendet habe, das helle 630er. Also ein ganz, ganz toller Teig zum Verarbeiten. Ich lasse das jetzt in so einer länglichen Form und gebe mir den Leim in meinen Ofenmeister. Mehle den Teig nochmal ein bisschen, schneide ihn ein. Und besprühe ihn mit Wasser und gebe ihn dann in den kalten Backofen. Auf ein Rost, unterste Schiene, bei 230 Grad Ober- und Unterhitze für 55 Minuten. So, da bin ich mit meiner Dinkel-Knusperkruste. Und ich lüfte mal den Deckel. Also so sieht es jetzt aus. Es ist total toll aufgegangen. Wunderbar. Und ich hole es auch mal direkt raus. Am besten stülpe ich es einfach. So. Was ich eben nicht erwähnt habe, ist, dass ich habe völlig vergessen, die Haferflocken aufzustreuen. Das habe ich noch kurz gemacht, als ich es gerade in den Ofen gegeben hatte. So sieht es jetzt aus. Also es ist ein tolles, großes Brot, gerade für Familien mit viel Brotessern dabei. Ja, toll aufgegangen, wie man sieht. Super Kruste, hört man auch. Ja, also richtig schön knusprig, so wie es sein soll. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schauen Sie einfach auf kinderleichtkochen.com mal vorbei oder auf meinen Facebook-Seiten. Alle Links zu meinen Seiten finden Sie im Beschreibungstext des Videos.
Ich zeige im Anschluss gleich auch noch mal ein paar Fotos, wie das Brot dann angeschnitten aussieht. Herzliche Grüße, Ihre Sandra Backwinkel.